Dann schicke ich ihn mir mal hoch. Guten Abend, Jin. Guten Abend, Roman. Guten Abend. Gut gelaunt? Gut drauf? Ja, auf jeden Fall. Ist ja mein letztes Spiel jetzt. Ah, stimmt, du bist ja in Urlaub, ne? Genau, richtig. Dann schon mal einen schönen Urlaub an dieser Stelle, dass Jo, du danke dich gut schön dir. erholst, dass du nicht festgenommen wirst, ja? Wie bitte? Dass du nicht festgenommen wirst, oder? Ja, Ja? das hoffe ich auch, aber. Gut. Ja, das letzte Spiel hatten wir ja auch die Ehre gehabt, beziehungsweise war ja, wer war denn, ich glaube, Crovex war ja für dich ja immer Ja, Interviewpartner. also bis jetzt war immer Kovex und Jules, ja. Tja, und da haben wir ja das letzte Spiel, da habt ihr 10 zu 5 geführt gehabt auf Mirage. Ja. Und dann seid ihr als CT ziemlich untergegangen. Ja. Gegen Druckwelle haben wir gerade eben gesehen, die hatten ja auch eine starke T-Seite gehabt auf Inferno. Würdest du das eher als schlechte CT-Seite aber in dem Mirage-Spiel von euch beschreiben oder eine wirklich gute T-Seite, wie wir eben gesehen haben, von Druckwelle? Also, ich würde sagen, das war von uns sehr schlecht ausgespielt, weil die hatten jetzt im Prinzip nur drei Tacken, also einmal die Mitte-Taktik, A-Split, und wir wussten immer nicht, was wir dagegen machen sollen. Okay. Also, das war irgendwie richtig schlecht, die CT-Seite. Habt ihr da aber, sag ich mal, euch dran gesetzt, die Demos angeschaut? Wisst ihr, wie ihr da in Zukunft mitgehen wollt oder werdet ihr das noch machen? Also, wir haben die Demos nicht angeschaut, aber waren dann na im Nachhinein dann auf dem Server und haben dann, ja, ein bisschen rumphilosophiert, Okay. wie wir das besser machen können. Ja, gut. Ja, von dir gibt es ja auch ein nettes VOD von ein paar Tagen. Das wurde im 99 Damage Staff überall rumgezeigt. Echt? Ja, kann ich vielleicht nur mal empfehlen, ob ihr da mal bei Jin auf die VODs geht. Ganz viel Fame. Ja, aber wir kommen vielleicht wieder zum wichtigen Thema zurück. Wie sieht es mit euren Organisationen aus? Habt ihr da vielleicht schon was am Haken? Ich weiß nicht, wie viel du da preisgeben kannst oder, sag ich mal, weißt. Ja, also wir haben jetzt kurz vorm Match haben wir uns nochmal getroffen und der Jules hat uns sozusagen die Angebote vorgelegt und ja, mal schauen. Wird Mal sich jetzt in den schauen. nächsten Tagen ergeben. Ich will jetzt nicht so zu viel verraten. Okay. Was sagst du zu deinem heutigen Gegner Sovereforge? Ja, ist ja mein altes Team sozusagen. Ja. Und Inferno konnte ich ja noch mittrainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt neue Taktiken einstudiert haben oder ob die noch mit den alten spielen. Okay. Also ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Sehr spannend. Dein Tipp? Also, ich würde sagen 16-11 für uns. 16 zu 11. Also die Pistols werden relativ entscheidend sein. Vor allem die CT. Die holen Genau, wir ja ja. fast nie. Ja, allgemein habe ich auch schon vorhin gefragt gehabt, die Neuerungen auf der normalen Inferno-Map. Da gab es ja drei Ja, hauptsächliche ja, Änderungen. ja. Gefallen die dir? Würdest du dir wünschen, dass die in die SE-Maps eingebaut werden? Ja, auf jeden Fall. Also, dass dieser Zaun da weg ist am Sofa, finde ich persönlich sehr schön. Und Gut. auch, dass der Teppichgang ein bisschen breiter ist. Okay. Kommt mir auch relativ gut entgegen, weil ich ja. Wirst Okay, belassen wir es dabei. du dann Aave spielen auf Inferno oder werdet ihr da oder soll das geheim bleiben? Also das werde ich relativ spontan entscheiden. Okay, gut. Also Genau. nichts verraten hier. Okay. Ja, dann kann ich dir nur bestes Glück, besten Glück auch dann im Urlaub Ja, viel vielen Spaß Dank. wünschen und ja, falls du noch was Dankeschön. sagen möchtest, jetzt ist Zeit. Ja, also ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und ja, hoffen wir mal auf ein knappes Spiel, aber mit dem glücklichen Ende für uns. Gut, dann mach's gut. Viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß. Ja, Tschüss, tschüss. danke. Ciao. So, das war Jin. Dann schauen wir mal, ob wir den Fallen hier schon haben. Ist er da? Hallo? Hallo. Hallo. Ist er schon da? Gut, läuft ja alles gut. Tja, wir hatten ja schon mal die Ehre gehabt vor ein paar Spieltagen. Ja, zweimal glaube ich schon. Zweimal sogar schon. Das kann sogar sein, dass wir schon zweimal waren. Tja, aber was beim, sag ich mal, bei einem Spielstand bzw. bei einem Spielergebnissen auffällt, ist, dass bisher auf das Alternate-Spiel jedes Ergebnis zweistellig hattet, auch die Siege und auch natürlich dann die Niederlagen. Sag ich mal, findest du es eher gut oder eher schlecht, dass es die knappen Ergebnisse sind? Also sagst du eher, okay, es ist gut, wir sind, sag ich mal, auf einer Höhe mit allen anderen Teams, oder würdest du sagen, ja, aber da waren auch viele Niederlagen dabei oder wir spielen einige Matches nicht souverän runter, das müsste eigentlich noch besser laufen? Ja, bis auf das Match von Alternate kann man ja nur sagen, haben wir gegen ICE&U verloren und da war es halt einfach nur schlecht ausgespielt von uns. Wenn man 14 zu 10 führt,
muss man das natürlich nach Hause bringen. War schlecht von mir, ich habe schlecht angesagt dann und dann verliert man die Matches. Natürlich bitter. Okay. Ja, was sagst du zu Snowguard? Und wir haben ja gerade eben auch mit Jin gesprochen, der war ja, sag ich mal, einige Zeit auch bei euch gewesen. Mhm. Meinst du, da sind schon ein paar Insider raus? Habt ihr da ein bisschen die Taktik umgestellt? Oder ja, natürlich. Also wir haben was ganz anderes jetzt, weil der kennt schon ein paar Sachen von uns. Gut. Dann habe ich auch eigentlich heute jeden, glaube ich, gefragt. Wirklich Inferno. Heute war ja nach Patch Day. Auch die Smoke wurde geändert. Das haben wir vielleicht, weiß nicht, ob du das Match eben gesehen hast, bemerkt, dass an einigen Stellen jetzt wirklich kleine Schlitze da sind, wo man bei einer einzigen Smoke nicht sehr gut aussehen kann, wenn einige Goals durchgeführt werden. Prinzipiell aber, bist du mit allen, sag ich mal, Änderungen bis heutigen Tages zufrieden, was da so kam? Die Smoke eben und die Maps? Ja, die Smoke ist auf jeden Fall, die hat geändert, haben sie richtig gemacht, kleiner gemacht. Bin ich gut, bei uns sitzen sie auch, also das sollte nirgends ein Schlitz sein, sag ich mal, bei den wichtigen Smokes. Und okay. Sollte das klappen. Gut. Aber sag ich mal, die Wechsel, sag ich mal, auf der SE-Map, Jin, haben sie jetzt zum Beispiel sehr gefallen. Gefallen die dir auch? Würdest du dir die auf die SE-Maps wünschen? Ich habe sie mir noch nicht komplett angeschaut. Ich weiß, was sie sind. Ich habe sie noch nicht gespielt, aber ich schätze mal, dass sie besser sind als die bisherigen. Die Veränderungen sind nicht schlecht, glaube ich. Gut. Ja. Dann auch dir. Viel Glück heute Abend. Viel Spaß. Und ich glaube, auch Tarsin geht ja bald in Urlaub, oder? Nein. Nee, wer geht in Urlaub? Irgendeiner wollte doch in Urlaub gehen. Von uns? War von euch keiner in Urlaub? Nee, nur Jin von Snowguard. Ja, ach so, bei euch keiner? Nee, eigentlich nicht. Gut, dann habe ich. Und zwar am Anfang der Season einer im Urlaub. Ach, okay, so rum war es bei euch dann. Okay, gut, dann shame on me. Ja, viel Glück und Spaß, das habe ich schon gesagt. Letzten Worte kannst du hier an die Community richten. Vielen Dank an alle Zuschauer. Ich freue mich, wenn ihr das Match guckt. Bye, bye. Okay, gut, dann einen schönen Abend noch. Dann sehen wir uns gleich auf dem Server. Ebenfalls, ciao. Ja, bis dann, ciao.